Simple Show, Vitalstoffmedizin ganz einfach erklärt. Wir beginnen mit der Frage, wie kann ich virale und bakterielle Infekte natürlich behandeln? Gibt es natürliche Substanzen? Beginnen wir mal dort. Gibt es wirklich natürliche Substanzen, die da echt was zu bieten haben? Ja, ja, natürlich. Und, also, jetzt, und das ist auch keine Glaubenssache, sondern nein. Wirklich, also da kommen wir dann schon noch drauf. Aber ja, ja. Echt, also da hat die Natur echt. Was bereit. Okay, echt, gut. Ja. Welche sind die? Also es kommt natürlich schon ein bisschen davon, was für eine Krankheit handelt es sich. Nehmen wir einmal an, du bist erkältet oder es geht Richtung eine Grippe. Das wäre viral. Jetzt kann aber, wenn der Körper entzündet ist, sagen wir, du hast eine Bronchitis, die ist viral. Aber durch die Schleimbildung jetzt können sich Bakterien darüber lagern. Also wir wissen es nie ganz genau. Deswegen ist es wichtig, dass wir viral und bakteriell zusammen anschauen, weil es eben doch häufig solche überlagerten bakteriellen Infektionen gibt bei einer viralen Ursprung. Das heißt, du behandelst das auch dann gleich. Also du sagst nicht, okay, das ist eine virale Infektion, das mache ich so und die bakterielle mache ich eindeutig so. Das, ja, eben. Nein, eigentlich, man muss immer davon ausgehen, es ist überlagert. Okay. Auch wenn die erste Ursache ein Virus war. Okay, also welche jetzt Produkte? Die Substanzen, also für mich eine wesentliche Substanz ist Oregano. Das klingt komisch, das ist ein Gewürz. Oregano hat antibiotische Eigenschaften, die sind nachgewiesen. Und es gibt noch weitere Kräuter, auch Thymian, Rosmarin, die auch antibiotisch wirken. Deswegen arbeite ich mit Kapseln, wo eigentlich diese Gewürze drin sind, hochkonzentriert natürlich, als quasi natürliches Antibiotikum. Dann ebenso entzündungshemmend ist der Weihrauch. Boswellia ist der lateinische Name, ist ein Harz eines Baumes aus Indien. Und extrem gute entzündungshemmende Eigenschaften. Echinacea ist natürlich auch bekannt oder als Behandlungsmöglichkeit. Aber wichtig ist auch, dass wir die anderen Substanzen, weißt du, die eigentlich für die Vorbeugung wichtig wären, also genug Vitamin D, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren und so weiter, die gehören dann auch dazu, wenn man sie nicht vorher schon genommen hat. Ja. Also das ist so die Palette. Das Beste wäre Artemisia, leider von der WHO verboten worden, 2019. Obwohl, wenn man die Geschichte anschaut, völlig unverständlich, weil es hat 2015 den Nobelpreis bekommen, also nicht die Pflanze, sondern die Forscherin, die Pflanze erforscht hat. Also Artemisia ist ein hervorragendes Heilmittel für Malaria, fast 100% Heilung, extrem gut. Das wurde jetzt eben mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, diese Forschungen. Und wenn man zurückschaut, wird Artemisia in der chinesischen Medizin seit über 3000 Jahren eingesetzt. Es hat noch nie ein Problem gegeben und jetzt wurde es verboten. Eben unerklärlich. Aber du sagst, Artemisia wäre was das Beste für wäre virale? Das Beste bei viralen Krankheiten. Das hat man nebenbei gemerkt, bei eben Behandlungen der Malaria hatte es Leute, die hatten HIV und andere viralen Infekte. Und die wurden besser durch die Malaria-Behandlung. So hat man das gesehen, oder? Vor ein paar Jahrzehnten, dass es ein gutes antivirales Mittel wäre. Ja. Auch antibakteriell? Wahrscheinlich weniger. Ich denke, Oregano und Boswellia sind besser antibakteriell und Artemisia wäre besser antiviral. Aber okay. Ja. Müssen wir einfach mal so stehen lassen, denke ich. Wie wirken die Produkte? Also wie wirkt Oregano? Kann man das wissenschaftlich nachweisen? Ist das Wissenschaft oder ist es einfach Glaube? Das ist das Problem, das wir haben, oder? Dass niemand Geld ausgeben will für wissenschaftliche Forschungen. Die sind sehr teuer für ein Naturprodukt, das nicht patentierbar ist.
Also es gibt ein paar Studien über die Wirkung von Oregano, aber natürlich nicht im großen Stil. Oder? Man hat da keine Doppelblindstudien, Placebo kontrolliert mit 10.000 Teilnehmern. Das gibt es nicht. Die wenigen Studien, die wurden mit 40, 50 Probanden gemacht und sind deswegen, sagen natürlich auch viele, ja, das ist mir zu dünn, ja, kann mich nicht darauf verlassen. Ich versuche es einfach, wenn ich so eine Pflanze sehe, mich damit befasse und ich denke, das könnte helfen, dann versuche ich es, meistens auch an mir selbst, und dann sehe ich, hey, wow, das hat ja geholfen. Und jetzt, also Oregano und Boswellia setze ich laufend ein bei Patienten und der Erfolg ist da. Ich kann nicht immer alles genau erklären, aber es nützt. Das kann ich bestätigen. Aber zum Beispiel jetzt das Produkt Boswellia. Ich meine, wie kommst du darauf? Ich meine, liest du da irgendeinen Bericht und dann sagst du, hey, das leuchtet ein und dann wendest du das an? Oder hat es doch irgendwelche Prozesse? Ich meine, du musst ja Prozess bestehen. Du bist ja evidenzbasiert als Mediziner unterwegs. Das heißt, irgendwo musst du ja auch Evidenz bekommen. Ja, eben, ich versuche es. Eben, wie ich gesagt habe, bei diesen, bei Oregano ist die Evidenz eben ein bisschen schmal. Das kann ich leider nicht ändern. Aber es gibt schon solche Studien, die das belegen. Und für mich ist dann wichtig, mit Kollegen auszutauschen, die auch natürlich behandeln. Da gibt es mittlerweile Hunderte davon, auch in Deutschland, Schweiz, überall hat es mehr und mehr Ärzte, die sich öffnen für solche natürlichen Stoffe, weil es eben funktioniert. Also, weißt du, auch bei Medikamenten ist die Evidenz nicht immer so eindeutig und man verschreibt sie trotzdem. Also, ich darf einfach niemandem schaden, das ist das oberste Ziel. Oder? Und das ist wirklich nicht so. Wir schaden niemandem, wenn wir solche Naturstoffe einsetzen. Okay. Viele Schulmediziner, gehörst du ja auch dazu, die lachen ja über die Behandlung. Wir reden immer noch über virale und bakterielle Infekte. Die lachen ja drüber und sagen, ihr seid ja ziemlich gestört. Was sagst du denen? Ja, das ist leider so. Damit lebe ich und das macht mir auch nichts mehr aus. Wir wissen aber heute, dass die Nebenwirkungen von Antibiotika, das ist das Einfachste. Du hast die Bronchitis, ich gebe dir ein Antibiotikum und in einer Woche bist du gesund. Das wollen die Leute ja. Aber heute wissen wir, dass Menschen, die immer wieder Antibiotika bekommen haben, ein Darmproblem entwickeln, ein Leaky Gut entwickeln, das wiederum zu weiteren Krankheiten führt. Also die Problematik von zu viel Antibiotika ist erkannt worden und mehr beginnen die Ärzte, Antibiotika zu verzichten, wenn irgendwie möglich. Und dann brauchen wir eine Alternative. Also ich denke, die Zeit ist auf unserer Seite. Na, nehmen wir Kinder, Angina, Mittelohrentzündung, da hat man vor 20 Jahren allen einfach Antibiotika gegeben. Heute sagen die Kinderärzte, nein, es gibt kein Antibiotikum, auch wenn die Kinder Schmerzen haben. Also da hat man schon gesehen, oder, dass andere Wege eben auch vielleicht besser sind. Die Krankheit dauert dann etwas länger und die Kinder oder auch die Erwachsenen leiden vielleicht etwas mehr, aber wir haben nicht geschadet auf die Zukunft hin. Okay, also du siehst, da ist eine Entwicklung im Gange, auch in der Schulmedizin, ich sage jetzt mal, natürliche Behandlung betrifft. Nein, das habe ich nicht gesehen, dass jetzt, sagen wir eben bei Kindern, dass dann die Kinderärzte natürliche Substanzen empfehlen. Sie geben dann einfach ein Algifor, also ein Schmerzmittel, und damit es für die Kinder angenehmer ist zu ertragen. Aber es gibt da keine alternativen Behandlungen, ist kurativ, meine ich, oder? Und da wären eben Oregano und Boswellia schon Lösungen. Okay. Zum Schluss noch, konkret und einfach. Die Grippe ist im Anflug. Ich spüre es, mein Hals kratzt, ich merke, okay, da ist was im Anflug. Jetzt gibt es zwei Grundlagen. Entweder habe ich schon einen gewissen Level an Omega-3, Vitamin D, wie du gesagt hast, oder eben nicht. Das wird wahrscheinlich noch eine Unterscheidung sein. Aber was machst du jetzt konkret? Was empfiehlst du mir? Was soll ich jetzt tun? Also neben dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, das Wichtige ist jetzt, es ist spät, aber besser spät als nie, jetzt wirklich hochdosiert Omega-3, Vitamin D zu nehmen. Je höher, da gibt es
wirklich Studien, je höher der Vitamin-D-Spiegel im Blut ist, umso mehr hast du ein gesundes Immunsystem. Ja? Vitamin D wird sehr oft ja gewarnt und da habe ich gesehen, dass man 3, 4, 5 Mal mehr geben darf, als was offiziell empfohlen wird, mit wirklich gutem Nutzen und keinen Nebenwirkungen. Und also eigentlich empfehle ich, mach doch den ganzen Winter eine Vorbeugung, eine Prophylaxe, oder? Vitamin D, Omega 3, Magnesium, mindestens diese drei. Und wenn du das nicht gemacht hast und jetzt krank wirst, dann nimm es wenigstens jetzt und dafür dann etwas mehr. Ja. Okay. Und zusätzlich? Eben dann einfach Oregano, Boswellia? Ja, Oregano, Boswellia, Aronia, Vitamin C. Ja. Und wenn nötig, halt ein Medikament. Klar, das ich bin ja nicht dagegen. Ja, wir müssen vernünftig sein. Ja. Okay. Okay. Wunderbar. Virale Infekte, bakterielle Infekte natürlich behandeln. Danke fürs Zuschauen. Ciao.